Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Eines der verlässlichsten Regelwerke für uns Freien Wähler hier im Landtag ist unser Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018. Ich schaue immer wieder mal gerne hinein. Denn dieses Dokument gibt mir sehr präzise Antworten darauf, wie wir mit den Arbeiten des Regierungsprogramms vorankommen. An eines unserer Vorhaben konnte ich gerade wieder einen Haken machen. Es findet sich auf Seite 44. Zitat: Der Meistertitel steht für die hohe Qualität der dualen Ausbildung. Wir wollen ihn erhalten und werden ihn noch weiter stärken. Dieses Versprechen haben wir eingelöst. Deshalb zahlt der Freistaat bereits einen Bonus von 2000 Euro für eine erfolgreich bestandene Meisterprüfung. Der Meisterbonus leistet einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivität der beruflichen Bildung in Bayern. Unsere Gesellschaft braucht schließlich nicht nur Professoren, Doktoren und Anwälte, sondern auch Bäcker, Gärtner und Maurer. Jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und haben mit dem Bundesrat einen mächtigen Verbündeten gefunden. Auf unsere Initiative hin hat die Länderkammer die Bundesregierung aufgefordert, auch den Weg für eine kostenfreie Meisterfortbildung und gleichgestellte Abschlüsse freizumachen. Damit setzen wir ein klares Zeichen für die Gleichbehandlung von akademischer und beruflicher Bildung. Nie zuvor war das so wichtig. Denn der Fachkräftemangel nimmt inzwischen beängstigende Ausmaße an. Jeder, der in letzter Zeit einen zuverlässigen Handwerker suchte, weiß, was ich meine. Uns Freien Wählern im Landtag geht es vor allem darum, das hohe Niveau der beruflichen Bildung zu halten. Ergebnis: Etwa ein Viertel aller deutschen Meisterinnen und Meister im Handwerk und Industrie stammen inzwischen aus Bayern. Dies sollte der Bundesregierung Ansporn genug sein, das notwendige Gesetzgebungsverfahren für die kostenfreie Meisterfortbildung anzustoßen. Je früher, desto besser. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.